Hallo, meine kleine Freund. Ich habe die gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Weißt du, wie viel Kindlein früh stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel sorgt für alle. Danke ihm mit frohem Schale, denn er sorgt auch für dich, denn er sorgt auch für dich. Hallo, Tänja. Nun werde ich die Farsch aus Jesaja 5 auflesen. Woi dem doi tidig se mores abstundet, stotet je drängt te süben. En dann seht hoi bad ene Nacht, en dit wien dot detem hoit möchen. Jo, dit sind so ja trüje Farsch, en von disse trüje Farsch will ich jünt auch ohne Geschicht vertellen. Die Geschichte is von zwei Mältjes. Zwei Mältjes, die dönen jieren Töp Poppen spielen. Sie dönen immer Töp spielen, wenn sie Nubaschmältjes sind. Ein Mältje dort hat Gerda. Gerda, die hat eine kleine Pop mit einem so hübschen Töttje. In das Klötje dort post kreitne dort Töttje, wenn dort beides aus ein feinen röden Zeche näht es. In Helga, du spielt jieren immer mit Gerda. Du hast auch eine Pop. Aber der Pop, der hat schon schmackert Klötje an. So würde sich so wünschen, dass das Klötje doch auch so schmackert läuft, wie Gerda ihre Pop hat. Ein Tag, dann fürchte die kleine Helga bei ihrer Mama. Mama, sei mal, warum hat uns Papa immer so eine röde Nase? Die Mama, die wird ganz trürig. Dann fängt sie an zu rühren. Ach, Helga, weißt du, Papa, der tät dir immer so viel Schnaps und Bäuer trinken. Und davon kriegt man ja eine röde Nase. Wie möchten sie für uns Papa beten, dass du doch kann zum Herrn Jesus kommen, damit er nicht mehr so viel trinken tät, damit er ganz abhören kann mit seinem Schlechten zu trinken. Aber Mama, er trinkt doch auch immer und er schreit aber schon eine röde Nase. Jo, mein Kind, du trinkst dir Malz oder Kakao, dort ist so gesund, aber weißt du was, dort Alkohol, was ans Papa trinken tät, dort täte ganze Möhr kaputt machen, auch die Leber. Und Menschen, die so viel Schnaps und Bäuer und Wein trinken, die möchten fürgen, so tätig sterben, wenn sie haben dem Körper ganz weh gemacht. Und durch den Alkohol wurden die Menschen auch krank, wenn sie so viel trinken dürfen. Jo, dort wird Helga so schlimm. Dort ihr Papa noch wird krank worden, und tidig sterben, sie hat die Arm so lieb, und sie will ja doch, dass der Papa doch immer beanbleibt. Nu dort sie so ja beten, jeder dachte, Herr Jesus, lieber Heiland, bitte halt doch, dort uns Papa doch nicht mehr Schnaps trinken det, und dort er nicht so betrunken in Hüs kommen det. Ein Tag, dann wird Helga allein tüs. Und dann hat sie eine Idee getrennt. So wie es kreit, wo der Papa seine Schnapsen, seine Weinbuddeln stunden hat. Und nun sind sie in dem Shop, mögt sie ab, und dann holt sie da mal eine Schnapsbuddel rüt, eine Weinbuddel, und dann mögt sie dort ab, und joi dort alles an eine Bude wohnen.
Und dann trug sie ihre Pop ut. Dort Klotje von der Pop lädt sie dann durch und dort Alkohol gemisch. Ob einmal sind die ob und dann kommt der betrunkene Papa in Hus. Aus der Sache, wo die kleine Helga dort, dann wird er so doll. Dann fängt er an zu schreien, was möchtest du? Du besten Damenkind, was hast du dir ausgedacht? Wieso dass du das Schnaps in ein Boot von Nena Jorden? Brell der Papa so laut. Und die kleine Helga, die wüsste nicht, wie sie sich noch so rechtfertigen. Mit einer Lesestimme sieht sie, die Mama, die sieht mir, dort, wenn man Schnaps trinken geht, dann kriegt man eine röde Nase. Und ich möchte sagen, dass das Klotje von meiner Pop auch rot ist. Und du wärst doch, ich würde in dort Schnaps leihen, dann würde das vielleicht auch so schmackrot werden, sieht Helga ganz ängstlich. Die Vater, die kriegt einen großen Schreck aus der Tiet. Heu schämt sich so, ja. Doch dann fängt der Vater an zu brellen und zu fluchen. Aus der kleine Helga, dort dolle Gesicht von ihrem Papa sagt, dann dort sie ganz aufrecht rufen, Papa, meinst du nicht auch, dort Heiland, der wird sich freuen, wenn du nicht mehr wirst so böse aussehen, als was du nun aussehen darfst? Der Heiland ist so traurig, wenn du immer trinken darfst. Wenn du kommst dann auch nicht in den Himmel, Papa, dann kommst du ja in den Hallen. Diese Worte trafen den Papa wie ein Blitz. Heu fang an mit dem Kind zu rühren. Heu nahm die kleine Helga um in Ruhe zu sein. Aus der Mutter dazu kam, nahm die Mutter und der Helga für den Papa beten. Von dort Zeit an trank der Papa nichts mehr. Kein Schnaps, kein Wein, kein Bäuer. Nee, heu hat nun ganz andere Tod. Heu gleich nun dem Herrn Jesus und heu wird so froh, dass er nicht mehr braucht zu üben. Jeder Sünder geht mit seiner Familie zu tun. Jo, nu will wir töp beten. Herr, help uns, dass wir überhaupt nicht aufhängen, mit Schnaps und Wein zu trinken, damit wir nicht in die Gefahr kommen, seine Trinker zu werden. Help alle Menschen, die Alkohol so läuft haben, dass sie von dort auf Gott dorthin loskommen und du, Herr, kannst uns frei machen. Und wir danken dir dafür. Amen. Jesu ähnlich werden, das sei unser Ziel. Denn in seinem Dienste gibt's der Freuden viel. Lasst uns Jesu folgen, unser Leben lang. Denn sein Wort ist Manna und ein Seelentrank. Jesu ähnlich werden, oh wie ist so. Glücklich bringt ins Paradies. Singet Gottes Kinder, singt ein frohes Lied, wie der Herr so freundlich gegen uns gesinnt. Jesum treu zu lieben, sind wir nicht zu klein, nicht zu jung dem Heiland lieb und wert zu sein, nicht zu klein, um singend Jesum zu erhöhen, nicht zu jung zum Himmel selig einzugehen. Jesu ähnlich werden, oh wie ist so süß, macht uns froh und glücklich, bringt ins Paradies. Singet Gottes Kinder, singt ein frohes Lied, wie der Herr so freundlich gegen uns gesinnt. Jesu ähnlich werden, das ist Glück und Freud, täglich von ihm lernen,
stets bereit, Jesu treu zu bleiben, seinem Dienst geweiht. Himmelschätze suchen, das ist Seligkeit. Jesu ähnlich werden, oh wie ist so süß, macht uns froh und glücklich, bringt ins Paradies. Singet Gottes Kinder, singt ein frohes. Das wird die Kenia-Ondacht über das Bürg, denn ihrer ist das Himmelreich, von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, schlupft schon.